ist Ida. Und ich glaube, ich sag gar nicht mehr, ne? Du kündigst deine Texte selber an. Spannende, ich bin sehr gespannt. Herzlichen Applaus für Ida. Hi, sehr schön hier zu sein. Ich habe 3 Texte mitgebracht. Ich hoffe, das passt in die 12 Minuten. Mal schauen. Der erste Text heißt Lügenmeer und geht so. Die Wellen zerschellen an den Klippen der Brandung ein Rauschen aus Worten, kein Fels dieser Handlung. Probleme versinken, Gedanken ertrinken, dein Wille, Kontrolle. Spielst keine Rolle im Stück des Lebens. Stetiges Streben, doch einsam, deswegen verstrickst du dich in Lügen zwischen den Zügen der Luft in die Lungen. Worte auf Zungen nie ausgesprochen, Herzen pochen ausgesprochen schnell. Regentropfen, Tropfen gegen Fensterscheiben klopfen. Ich starre gegen sich drehende Zeiger und starr stehende Stunden. Zeit heilt keine Wunden, wenn du im Salzwasser stehst. Inmitten der Hoffnung kein Weg zur Vernunft. Bloß ein Meer aus Intrigen. Die Lügen, sie liegen zwischen Sätzen aus Liebe. Scheint, als wenn du die eigene Kraft hinter Masken verdeckst, deine Wahrheit versteckst, ausgeschmückt und eingekleidet, viel beneidet, leicht verzweifelt trägst du sie. Und dann tauchst du hinein. Welch schöner Schein dein Lügenmeer doch hat. Kein Auge sieht sich jemals satt an dem, was du erschaffen hast. Deine Maske saugt sich voll. All das Wasser macht sich schwer, dein Gesicht darunter leer. Du gehst unter. Deine Worte erstochen, all die Wahrheit erloschen, nur die Lügen gesprochen. Das Wasser flutet. Rinnt Richtung Strand. Langsam verwischt es die Spuren im Sand. Dann lässt du dich spalten. Von Natures Gewalten, so scheint es. Doch mit der Zeit vergeht dein Schmerz und leise lacht dein Herz. Du bist zurückgekehrt. Einst fehlverehrt, nun heimatsuchend. Dein Lügenmeer jetzt aufgefüllt. Du raubst dem Geheimnis die Macht. Es ist tief in der Nacht und die Wellen sind kalt. Sie schlagen gegen alles, was ihn mir gibt. Halt. Manche Worte verführen. Scheinen nicht zu genügen, lässt den Ozean spüren, was Mensch nicht erträgt. Bis sich das Wahre erwägt und nach Vermessenes bloß strebt. Das Leben dort lebt, wo totgeschwiegene Worte hausen. Bis dann bleibt dein Bedrängnis ein Gefängnis meiner Wut. Regentropfen, Tropfen gegen Fensterscheiben klopfen. Ich starre gegen sich drehende Zeiger und starr stehende Stunden. Zeit heilt keine Wunden, wenn du im Salzwasser stehst. Dein Lügenmeer birgt längst den Grund. Bei Bewusstsein tust du Falsches kund. Deine Sprache gesprochen, Sekunden erstochen, Lichter erloschen, Herzen am Pochen, Wut schon am Kochen, Gefahren gerochen, doch nichts kann dich stoppen. So viel schon geschehen. Schlimmes haben nahe Augen gesehen, genug. Denn da holt es aus, läuft aus sich hinaus. Das Meer überschwemmt die Wiese, getränkt in der Erde, lässt es Pflanzen sprießen. Das Wasser hört nicht auf zu fließen, inzwischen steht ein Wald. Dort, wo Fäuste einst geballt gegen dich zu kämpfen wagten. Du hast dein Meer ertränkt. Regentropfen, Tropfen gegen Fensterscheiben klopfen. Ich starre gegen sich drehende Zeiger und starr stehende Stunden. Zeit heilt keine Wunden, wenn du im Salzwasser stehst. Einen schaffen wir auf jeden Fall noch, der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Eigentlich spreche ich den nicht alleine, sondern mit 2 Leuten, also mit einer anderen Person zusammen. Das ist markiert, deswegen, das ist kein Dreck, das ist Textmarker. Triggerwarnung, im folgenden Text geht es um Missbrauch. Liebe, die schon seit 3 Jahren hält. Vertrauen, das seit 4 Wochen fällt und mit ihm fällt sie. Kann sich nicht lösen, nicht wehren, muss ihn doch verehren, alle Zeit, weil ihr Freund doch ihr Held. Nie getan, was ihr nicht gefällt. Jetzt trinkt er und schlägt sie, er schreit viel und schläft nie und wenn dann mit ihr, doch sie nicht mit ihm. Wollte nicht wahrhaben, was manchmal passiert, die Flecken beim Verlassen des Hauses kaschiert. Die Angst, sie wird größer. Mit ihr die Verzweiflung, ihm reicht nicht die Leistung, um die sie sich bemüht, sie weint viel und weiß nicht, wie lang das schon so geht. Sie schweigt, wenn man fragt, wie es um sie steht. Denn manchmal, da sieht sie sein Lächeln, wie früher ihr Herz schlägt, dann höher, denn wer er mal war, hätte das nie zugelassen. Sie kann es nicht fassen, wie Mensch sich verändert.
Die Pflicht einer Minderheit. Sie muss bereit sein. Keiner fragt sie. Und wenn die Laterne dann ausgeht, die Gasse schon einschläft oder noch wach ist, es nicht einmal Nacht ist, sind Peiniger, das Feuer entfacht ist, er hat die Kraft. Kommt niemals in Haft, weil Mensch es nicht schafft, Missbrauch ernst zu nehmen. Einen Schritt zu gehen, der längst schon fällig ist. Da wenn der Täter sich verpisst, es noch nicht zu Ende ist. Es gibt Menschen, die sprechen über das, was passiert ist. Und Fälle, die veröffentlicht werden. 18.059 Missbrauche, Vergewaltigung und pornografische Darstellung durchgeführt an Kindern und weitere 2.296 Übergriffe auf Jugendliche. Von allen in Deutschland lebenden Personen ist jede siebte betroffen und die Dunkelziffer ist noch viel höher. Menschen, denen die Macht und Selbstbestimmung über den eigenen Körper genommen wird, täglich. Es ist 4 Uhr nachts, die Bahn verpasst, sie läuft, sie friert, es eskaliert. Eine Hand tippt auf ihre Schulter. Schnell wandert diese runter, es ist seine Hand, schon wieder. Er macht sie nieder, erst nur Worte, es folgen Schläge. Die des Herzens werden schneller, der Morgen heller. Kein Wort zu niemandem. Und dann geht er. Und sie steht da. Er kommt nie wieder, doch bleibt für immer. Erst ein Schimmer der erst roten, dann lila, dann blauen Haut. Ihr Nein halt laut. Die Erinnerung scheint für immer zu bleiben und keiner kann ihre jemals vertreiben. Sie kann Gassen und Nächte für immer vermeiden, doch die nächste Familienfeier nicht einfach verweigern. Und dann starrt sie zu den Zeigern auf der Uhr. 10 Minuten sind vergangen und er hat dank seinem Verlangen ihre Jugend zerstört. Nicht auf ihr Wehren, die Schreie und das Zucken gehört die Verwandtschaft nicht die, zu der sie gehört. Die Pflicht einer Minderheit. Sie muss bereit sein, keiner fragt sie. Und wenn die Laterne dann ausgeht, die Gasse schon einschläft oder noch wach ist, es nicht einmal Nacht ist, dem Peiniger das Feuer entfacht ist, er hat die Kraft. Kommt niemals in Haft, weil Mensch es nicht schafft, Missbrauch ernst zu nehmen. Einen Schritt zu gehen, der längst schon fällig ist. Da wenn der Täter sich verpisst, es noch nicht zu Ende ist. Die Eltern kommen schon wieder zu spät. Und Tim sitzt alleine mit der letzten Erzieherin im Kindergarten, sie beobachtet ihn. So ein kleines Wesen alleine kann sich nicht wehren, zuerst ein paar Bilder mit dem Handy beim Spielen. Vom Sandkasten hat er noch Schmutz am Körper. Er solle ja für seine Mutter hübsch aussehen. Also gehen sie zum Waschraum. Und sie macht dabei Fotos. Fotos, für die sie nachher eine Menge Geld bekommen wird. So ein kleines Wesen. Alleine weiß noch gar nicht genau, was geschieht, so viele kleine Wesen auf diesem großen Planeten. Und hätte es heute nicht ihn getroffen, dann hätte sie sich jemand anderen gesucht. Es gibt Menschen, die sprechen über das, was passiert ist und Fälle, die veröffentlicht werden. 18.059 Missbrauche, Vergewaltigung und pornografische Darstellung durchgeführt an Kindern und weitere 2.296 Übergriffe auf Jugendliche. Von allen in Deutschland lebenden Personen ist jede siebte betroffen und die Dunkelziffer ist noch viel höher. Menschen, denen die Macht und Selbstbestimmung über den eigenen Körper genommen wird. Täglich. Die Pflicht einer Minderheit. Sie muss bereit sein, keiner fragt sie. Und wenn die Laterne dann ausgeht, die Gasse schon einschläft oder noch wach ist, es nicht einmal Nacht ist, ein Peiniger, das Feuer entfacht ist, er hat die Kraft. Kommt niemals in Haft, weil Mensch es nicht schafft, Missbrauch ernst zu nehmen. Einen Schritt zu gehen, der längst schon fällig ist. Da wenn der Täter sich verpisst, es noch nicht zu Ende ist. Menschen schweigen, statt zu vermeiden, dass sowas passiert. Es werden Leben riskiert und Tabus nie gebrochen. Manche Worte gehören gesprochen. Vielleicht schaffen wir noch Nummer 3. Vielleicht muss ich auch in der Mitte des Sexes aufhören. Okay, sehr gut. Wenn ich nicht sowas hier mache, dann bin ich auch im Orga-Team von Fridays for Future und auf den Demonstrationen werden Redebeiträge gebraucht und jeden Montag im Plenum wird gefragt, wer macht's und wenn sich keiner findet, was oft der Fall ist, bin ich's. Und ja, deswegen der Text. Grau auf Blau ziehen Wolken vorbei. Schreie ziehen frei. Pappen zu Schildern in weltbunten Farben samt gerufenen Fragen an Rathausfassaden. Schwarz auf weiß stehen Worte gedruckt mit einem Auge, das zuckt, wenn es an sie denkt. Der Regenwald brennt. Mutter Natur stirbt, Medizin wird ihr verweigert, ihr steigert euch da nur rein, sagt ihr. Doch wir leben auf ihr. Eis schmilzt und die Zeit rennt, nur noch ein dünner Faden, der uns vom Abgrund trennt. Ein Ende ist in sich, Müllvermeidung, Fleischverzicht, während nebenan ein Braunkohlebagger die Erde bricht. Kleine Schritte sind wichtig, doch wirken oft nichtig, wenn sich im Großen nichts ändert, die Schuld auf andere Länder geschoben, doch der Meeresspiegel steigt.
Das Massengrab nicht weit, der Eisbär treibt, die Mehrheit schweigt. Ganze Herden ziehen, die ersten Menschen fliehen. Jetzt gerade stirbt dein Kind. Wir atmen Feinstaub durch den Wind, die Meere voller Plastik. Langsam steigt die Drastik, ihr lasst das Klima wandeln. Seid euch zu fein zum Handeln, wollt das Problem nicht erkennen. Nicht Menschenleben von Wirtschaft trennen, doch das Eis schmilzt. Und die Zeit rennt, nur noch ein dünner Faden, der uns vom Abgrund rennt. Ja, wir steigern uns da nur rein. Blühende Fantasien und Verschwörungstheorien vom wandelnden Klima und handelnden Kindern, weil die Großen nicht denken und wenn dann an Geld. Heute ziehen nicht nur Wolken vorbei. Schreie ziehen frei. Pappen zu Schildern in weltbunten Farben samt gerufenen Fragen an Rathaus, Fassaden. Nein, tausende Menschen kennen keine Grenzen. Dann reicht nicht nur Schwänzen, es geht um 300.000 Leichen, die Klimakrise schon mit sich zog. Und durch euer Ignorieren werden wir nicht mehr lange existieren. Es ist Zeit zu handeln, die Gedanken zu wandeln und zu gestehen, so kann und wird es nicht weitergehen. Montana Tosh stirbt und anstatt geheilt zu werden, bekommt sie Gift eingeflößt. 300.000 und es werden täglich mehr. Ich wünschte, es wäre nur eine Theorie. Doch die Wissenschaft steht hinter uns, viele Menschen nicht mehr unter uns. Grau auf Blau ziehen Wolken vorbei. Schreie ziehen frei, Pappen zu Schildern in weltbunten Farben samt gerufenen Fragen an Rathausfassaden jeden Freitag das Gleiche, weil die Party vorbei ist. Es heißt nicht mehr ausruhen und ausstoßen, sondern aufwachen und erkennen, denn all die Ressourcenverschwendung sind letztlich Eigentore in einem Spiel, das schon verloren ist. Darf Mensch das? Darf Mensch sich an Mutter Erdes Tisch bedienen, obwohl er nur einmal gedeckt wurde? Darf ich das? Darf ich anzweifeln, dass die Natur uns gehört? Ich darf und ich tue. Denn all das, was gerade passiert, ist Mord. 300.000 und es werden täglich mehr. Auf diesem Kontinent herrscht nicht das Recht, über das Leben auf anderen Kontinenten zu entscheiden. Denn gerade zählt nicht die Wirtschaft. Und ohne all das Geld ist Deutschland nackt. Es geht um Leben. Und davon haben wir alle gleich viel. Es heißt Klimagerechtigkeit. Und das ist unser Ziel. Dankeschön. Applaus! Applaus! Applaus!